Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Challenge mit dem netten Sebastian. Er hat sich wieder dazu bereit erklärt, sich vor diese Linse zu setzen und ein Video zu machen. Und zwar die Telefon-Challenge. Die Telefon-Challenge. Also freiwillig ist auch was anderes, nur so zur Info. Er macht und darum geht es jetzt. So, ich werde jetzt irgendwo anrufen und der liebe Sebastian hat mir ein paar Begriffe aufgeschrieben, die ich unterkriegen muss in dieses Telefonat. Und ich muss halt versuchen, alle 10 Begriffe loszuwerden, ohne dass die Person sich verarscht fühlt und auflegt. Ne? Ja, es wird schwer bei den Begriffen. Echt? Mhm. Oder, Nina? Ja, dann wollen wir doch mal. So, du darfst dir einen Zettel zuerst aus, also such dir einfach einen aus, welchen du... Ja, hallo, Christian Lampert, mein Name. Ich wollte mich mal ein bisschen erkundigen über einen Urlaub, den ich für meine Großeltern buchen möchte. Mhm. Ich habe jetzt so im Reisebüro noch nie irgendwie was gebucht. Ich habe das meistens online gemacht, deswegen wollte ich mich jetzt einfach mal so erkundigen, weil meine Großeltern da ein bisschen vorsichtig sind, was online angeht. Also sie würden halt, also sie sind ein bisschen empfindlich, weil in letzter Zeit oft das von Flugzeugabstürzen im Fernsehen war. Und also sie sind meistens, fahren sie immer nach Cuxhaven, schon seit Jahren. Und ich wollte halt mal, dass sie irgendwie mal auch mal ins Ausland irgendwie reisen. Und haben Sie da irgendwie eine Idee? Was ist da so? Soll es eine Flugreise werden, ja? Ja, am liebsten schon eine Flugreise. Die sind halt ein bisschen empfindlich. Mein Opa war bei der Bundeswehr damals und da gab es halt echt... diese haben einfach ein bisschen Angst vorm Fliegen, aber ich möchte die einfach mal ins kalte Wasser schmeißen und denen zu Weihnachten eine Reise schenken, weil ich hatte halt letztens erst mein Coming Out und die haben sich so toll verhalten und ich möchte denen einfach was richtig Gutes tun und ja, ich weiß halt nur überhaupt nicht, wo und was. So, wann soll denn die Reise losgehen? Ja, am liebsten wäre Januar nächsten Jahres zum Beispiel, also Frühjahr oder ja, im Frühjahr. Irgendwie so. Und von welchem Flughafen möchten Sie starten, also beziehungsweise Ihre Großeltern? Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich Bremen oder Hannover, das ist aber eigentlich relativ egal. Ich bin halt meistens in Hannover unterwegs, weil ich mache in meiner Freizeit viel Travestie und meine Großeltern sind halt oft bei mir zu besuchen, da könnten sie von Hannover eigentlich direkt losfahren. Ja. Das ist richtig. So, ja, jetzt müsst ihr aber irgendwie eine Zeitspanne eingeben. Ja, sagen... Wollen wir denn mal so uns anschauen? Sagen wir mal so Mitte Januar bis Mitte Februar irgendwo da so. Mhm. Die haben ja Zeit, sind ja Senioren. Wo wollen wir sie denn mal hinschicken? Was haben sie denn da so für Vorstellungen? Ich habe vielleicht so an Gran Canaria gedacht. Also meine Oma ist halt, ja, die ist halt sehr empfindlich, was so Hotels angeht, weil die oft Probleme mit Vaginalpilz zum Beispiel hat oder die mit ihren Füßen ist sie auch immer ganz empfindlich, was eingewachsene Fußnägel und da hat die bei Hotels immer einen ganz hohen Anspruch. Deswegen ist das Hotel... Wie soll denn die Verpflegung sein? Am besten all-inclusive, also... Ja. Und wollen wir dann, wie viele Sterne wollen wir machen? 4, 5? Ja, 5 ist, glaube ich, ziemlich teuer wahrscheinlich. Also ich möchte mich... Ja. 4 sind, glaube ich, auch okay. Mindestens 4, ich denke auch. Ja. So. Wobei ich auch an Paris gedacht hätte, weil Paris ist ja auch, ich weiß, meine Großeltern sind halt noch ziemlich verliebt, da gibt es ja auch viele rote Laternen und überhaupt alles so. Ich weiß halt nicht, ist Gran Canaria denn... Da können wir ja dann auch nochmal gucken, ne? Genau. Ja, okay. Zum Beispiel in Taurito. Ja. Das Paradise Costa Taurito. Okay. Hier haben wir, Moment. Haben Sie da auch irgendwie, was die Buffets angeht, zum Beispiel in den Hotelanlagen irgendwie, wissen Sie da ein bisschen Bescheid? Ich war vor 4 Jahren schon mal auf Gran Canaria und da hatte ich, das Essen hat so schlimm geschmeckt in dem Hotel, wo wir waren. Also, also um es mal ganz grob auszudrücken, als wären da Fäkalien im Essen gewesen. Oder es war ganz, ganz schlimm. Und ich habe auch Durchfall bekommen danach. Das weiß meine Oma halt auch. Und deswegen hat die, glaube ich, was Gran Canaria angeht, eine kleine Abneigung. Ja, weiß ich halt nicht. Ja, hier wäre also Frühstück, Mittag und Abendessen im Buffet. Im Buffet, genau, ja.
Ich bin mir halt echt gerade unsicher, ob Paris oder Gran Canaria. Es ist ja auch immer eine Nippelsache. Und deswegen weiß ich es. Wir können ja auch nochmal nach Paris schauen. Moment, mal schauen, wie hier auf die Preise liegen. Okay. Ich muss Ihnen aber leider sagen, ich habe jetzt hier keine Angebote zu Paris. Oh, okay. Ja, ich habe mir sowieso gerade überlegt, vielleicht versuche ich, will es ja als Überraschung zu Weihnachten machen, aber ich will halt nicht einfach irgendwas machen. Vielleicht kann ich in einem Gespräch nochmal rausfinden, ob er Paris oder Gran Canaria und dann rufe ich einfach nochmal an, glaube ich. Genau. Ich wollte mich erstmal nur. Ne? Genau, ich wollte mich erstmal erkundigen, so grob, aber das hat mir auch erstmal gereicht. Dann werde ich das nochmal rausfinden und dann, ja. Dann vielen Dank für die Beratung und noch einen schönen Sonntag, ja? Danke, tschüss. Oh mein Gott! Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich noch Nippel einbringen wollte. Das war auch meine Nippel. Ich habe so gehofft, dass ich es einfach übergehe. Oh, sie hat alles übergangen. Oh mein Gott! Oh, schön, dass deine Oma Probleme mit Vaginalpilz hat. Was? Ja, aber die war süß, ne? Die war richtig freundlich, ja. Also das geht nicht so. Ich hoffe, du hast auch so eine Mitarbeiter, ja? Die war aber wirklich Hammer. Die war echt süß. Es ist ja auch immer veganes-reisen.de. Oh Gott, wie gut. Hat Spaß gemacht? Ja, aber ich kam mir so böse vor. Sie war so nett und ich verarsche die da so. Nächster. Mhm. Also ich glaube jetzt meine persönliche Meinung, diesmal wirst du es nicht schaffen. Warum? Ich glaube es einfach. Ich möchte nicht, dass jemand böse zu mir ist. So, hier ist der Zettel. Drücke drauf und rufe an. Beate Use Fun Center. Aber das ist ja prädestiniert für Spaßanrufe. Das ist echt viel. Boah, das kriege ich niemals hin. Helene Fischer. Ist wahrscheinlich gerade viel los. Im Beate Use Fun Center. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Lampart. Ich wollte mich mal erkundigen, wo ist denn der nächste Beate Use-Laden in Hannover? Wissen Sie, wie viele Standorte der hat? In Hannover haben wir einmal in der. Keine Ahnung, Glück. Ich guck mal kurz. Okay. Und in der Andreasstraße. Oh, okay, aber die haben heute nicht geöffnet, oder? Nein, heute wird in der einen, da gibt es noch ein Kino, da ist nur das Kino geöffnet. Oh, okay. Ich habe jetzt meine Lesebrille nicht mit. Ich habe hier eine kleine Auswahl an Produkten, die, können Sie auch Informationen über Produkte geben? Ja. Ich war jetzt schon auf der Homepage, da habe ich irgendwie nicht so viel gefunden. Da bin ich auch auf eine Seite von New York gestoßen, keine Ahnung, irgendwie habe ich das... Fand ich das komisch, deswegen rufe ich halt jetzt an. Haben Sie auch Kissen, also so Kissenbezüge? Nee, das haben wir leider nicht, da das kriegen Sie nur im Shop. Ach, im Shop? Also im Internet-Shop. Ach so Kissenbezüge, also so mit Comicfiguren, Homer Simpson oder so, haben Sie da gar nichts von, ne? Das hat ja eigentlich auch nichts damit zu tun. Okay. Oh, Moment, ist mir gerade mein Rosinenbrötchen runtergefallen. Moment, Entschuldigung. Also, ich wollte mich noch erkundigen, ich bin homosexuell, ja. Und ich wollte mich mit meinem Partner halt ein paar Dinge ausprobieren. Und wir wollten da halt auch ein bisschen gegen angehen, wegen der ganzen Sache mit Wladimir Putin, was da gerade alles so im Gespräch ist, gegen Homosexualität und so weiter. Ja. Sie haben wahrscheinlich auch eine große Auswahl an so Vibratoren. Haben Sie da auch extra welche für Homosexuelle oder ist das halt universell? Okay. Was wir aber auch noch hier haben, sind so Anal-Vibratoren, so Prostata-Stimulatoren, Analplugs und Co. Okay. Ja, ich bin halt ein bisschen, ich war noch nie selbst in einem Sexshop drin. Okay. Aber ja, ich will es halt mal ausprobieren. Ich habe halt immer ein bisschen Schiss, weil, ja, es gibt ja Geschlechtskrankheiten, Feigwarz und so weiter. Und ich bin da halt noch neu in dem ganzen Thema. Deswegen wollte ich es erstmal übers Telefon machen, bevor ich da persönlich in so einen Shop reingehe, weil ich ehrlich gesagt dazu ein bisschen zu schüchtern noch bin. Ja, ich meine, früher hat man noch mit Legosteinen gespielt und jetzt ist es halt alles ein bisschen anders. Also ja, wie soll ich sagen. Haben Sie eine Auswahl an Perücken eigentlich? Nee, das haben wir leider nicht. Ah, okay, gar nichts. Auch nicht, ach so,
In keinster Form, auch nicht so zum Beispiel eine Blonde wie Helene Fischer oder so, also eine längere Blondhaarperücke? Nee, sowas haben wir in der Perückenkurse, das finden wir gar nicht. Oh, okay, schade. Wir haben halt normale Diffus, normale Kleidung halt, ne? Ja, okay. Und sonst halt hauptsächlich Toys. Toys, okay. Und was man dazu noch benötigt, halt Reinigungsmittel, Gleitgele und Massageöle und Co. Okay. Reinigungsöle für Inkontinenz und sowas? Oder worum, wo, warum Reinigungsöle? Oder für so Matten? Reinigungsöle für die Spielzeuge. Ach so, für die Sprays. Und Massageöle, Gleitgele, auch Analgleitgele, okay, die den Analverkehr erleichtern. Okay. Ja. Ja, ich glaube, ich meine, ich habe schon im Internet mir ein paar Produkte angeguckt, aber ich denke mal, wenn man persönlich in so einen Shop geht, ist es wahrscheinlich einfacher, sich da irgendwie ein Bild von zu machen. Ich, ja, wie gesagt. Also, im Shop, wenn Sie hier zu uns in den Shop kommen, dann ist es weitaus einfacher, Ihnen das alles zu erklären und uns zu zeigen. Okay. Da wir auch zum Beispiel bei Spielzeugen verschiedene Größen haben, einmal von ganz klein bis ganz groß, ne? Okay, und ja. Da müssen Sie sich schon ein Bild von machen. Ja gut, dann wird es wohl nichts nützen, dann werde ich wohl persönlich mal hingehen müssen. Das ist halt immer schwierig, vielleicht trinke ich mir einen an oder rauche ein bisschen Marihuana vorher oder sowas und dann, ja keine Ahnung, ich muss es ja irgendwie machen. Ja gut, dann danke erstmal für die Beratung und dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einfach mal persönlich hinzufahren. Ja, okay. Dann schönen Sonntag noch, ja? Ja, gleichfalls. Vielen Dank, tschüss. Ja! Alter, ich hätte gedacht, das kriege ich niemals rein. Alles drin, ne? Ja, es war alles drin. Ups, das ist mein Rosinenbrötchen runtergefallen. Da hat sie ein bisschen gelacht. Ja. Oh. Alte Scheiße. Ich fand sie teilweise ja auch sehr lustig, als sie dann alles aufgezählt hat. Was ist alles? Ja, alles drin. Ich würde mal sagen, hast du gewonnen. 20 Punkte. Ja. Habt ihr verloren. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war sehr aufgeregt. Selbst ich war aufgeregt, obwohl ich eigentlich nur daneben gesessen habe. Ich glaube, ich habe voll Fremdschäne an eurer Stelle. Habt ihr euch fremdgeschämt? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du die Szene, wo ich meinen Kaffee wieder in die Tasse spucke, weil das war so, was ich durchs Zimmer gespritzt hätte. Ich hatte so Angst, dass die euer Kichern mitbekommen. Weil immer so... Und dann schon mal alles weggehalten. Ja, gut. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne nochmal eine Telefon-Challenge wollt, vielleicht auch mal, dass der Sebastian das macht. Also, nee. Also bei einer Million Likes, ja, da bin ich ja, dann dabei. Million, also so in 5 Jahren. Dann macht Sebastian auch eine Telefon-Challenge. Also, drückt gefällt mir, wenn es euch gefallen hat, kommentiert gerne und ja, das war's. Mhm. Dann bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschö. Von Pat und Sebastian. Ach so. Nochmal. Von Pat und Sebastian. Tschüss. Tschüss.